unsere gegossenen Trassen. Einmal, einmal durchgefahren und schon weiß man, wenn wir fahren machen. Und dann geht da was. Verstehst du? Rampe am Stellen, zweite, dritte, vierte Reihe Stellen, dann halt der her, der Rampe und dann parallel zu der Rampe Rückgegassen reinziehen. Anders geht's nicht. Aber Rampe unbedingt stellen, weil Rampe ist ganz was Wertvolles, weil der weiß, wie er mit dem Wind umgehen muss. Hingegen, die, die herinstehen, die kennen sich nicht aus, was mit dem Wind los ist. Die Wurzeln haben nicht so ausgeprägt. Das heißt, wenn da ein Wind kommt und haben die Rampe weg, der drückt da alles rein. Die können sich alle nicht erinnern, hinter mir. Die Rampe draußen, die halten dagegen. Es ist schon brutal klug, dass ein Rampe assiwärts Äste hat, obwohl dass er für, zum Licht die Wachstum hat er da so viel Äste. Aber gleichzeitig hat er natürlich das Gewicht assiwärts mit den Ästen. Das heißt, wenn der Wind kommt, muss erst einmal der Wind einmal das Gewicht erdrücken von den Ästen. Wer einen Rampbaum schon mal angeschnitten hat, der weiß, von was ich rede, der muss nicht kallen. Eingeschnitten, und weg ist er. Und darum, das ist, ein Rampbaum ist ein Konstrukt des Waldes, das darf man nicht kaputt machen. Also schauen, dass er, das ist auch geil, ne? Aber schauen, dass der Rampbaum unbedingt still bleibt. Wichtig, wichtig, wichtig. Und die zweite, dritte Reihe und vierte Reihe natürlich auch, weil die miteinander ein Gefüge ergeben, das war den Wind herhalten. So, jetzt tasten wir sie wieder langsam rein. Rückgegossen. Ja, wenn man es einmal gefahren ist und weiß, was die Stecks sind, dann geht das zack, zack. Und so kommen sie hinten oben noch weiter. Ja, da kommen sie dann alle weiter rein oben. Und irgendwann sieht man den Steck komplett. Ah ja, schon her, geht schon. Kommen wir schon rein. Jawohl. Sauber. Los, Obi. Taugt, Jung. Da bin ich jetzt gespannt. Ich werde den rüberbringen. Mit meinem No-Name Langschrauber Makita Akku. Das war einer von 50. Schaut mal den krummen Hund da. Sieht man es? Zunge da. Zunge da drüber. Voller Rückhänger. Und kein Gewicht auf der Seite. Schauen wir mal, ob wir da rüberbringen. Richtig. Oh. Richtig schön gespannt. Vatikanesel wieder. Oh. Volle Ladung. Jawohl. Vier Kinder hinten drauf. Gescheit eingespannt. Wird ja noch das Käferbaum, aber trotzdem.
Halt einmal durchfahren durch einen Hang. Du musst erst einmal durchfahren durch einen Hang. Aber die halten die Hut, die Stamm. Die halten die Hut. Und jetzt läuft ein und dreht eine. Überdampft. Überdurchdampft. Er schnalzt. Da war die keine so. Finde ich gut. Jetzt und Gas. Gas, Gas. Gas, Gas, Gas. Jawohl. Sechs zu dir was? Sechs zu dir was? Sechs zu dir. Ist ein Zeichen mittlerweile, dass der Käfer drin ist. Also der was? Also ich habe jetzt ein paar Mal schon beobachtet, halt, dass in Westen Hiefling die fressen anscheinend die Larven vom Borkenkäfer. Aber das ist sowieso drin, weil das sieht man auch da. Harzspritzer. Das heißt, der Gipfel ist total verharzt. Also der ist ja gerade drin. Da ist er gerade drin. Man sieht da ein paar Löcher. Eine Messer halt. Da ist ein Bohrloch zum Beispiel. Die Kamera steht wahrscheinlich jetzt nicht scharf, aber da ist ein paar Löcher. Weg damit. Das ist eh faul. Also wenn ich nachschneide, 100% die faul. Aber das mit den Wessen, habe ich jetzt schon ein paar Mal beobachtet, die fliegen da hin. Und ich glaube, dass die Larven fressen. Habe ich schon ein paar Mal gehört jetzt. Dummi. Ausbeute von 4 Stunden. So, gelang da. Bis Mittag gelang es. Sonst ist es zu warm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 4, 35, bam. Auf 4 Stunden. Lauter Zünnützelholz. Lauter Zünnützelholz. Oh mein. Wenn es viel Fleisch gibt, brauchst du viel Zünnützel zum Anzünden. Oder Zahnstocher. Zahnstocherholz kann auch sein. Wenn es viel Fleisch gibt, brauchst du viel Zahnstocher, da einer so. Ne? Viel zum Zähne ausputzen. So, Feierabend ist.